Salut, bienvenue mes amis. Hier ist Kurs Filmwelt und heute geht es um einen biografischen Spielfilm aus dem Jahre 2015, der das Prädikat besonders wertvoll verliehen bekommen hat und bei dem es mir, nachdem ich ihn gesehen hatte, sofort klar war, dass ich euch diesen unbedingt vorstellen werde. Daher habe ich euch bereits in der vergangenen Woche sozusagen als Einstimmung auf diesen Film in der ersten Folge meiner neuen Reihe Kulis Filmwelt im Rampenlicht die realen Personen vorgestellt, um die es in diesem biografischen Spielfilm geht. Und zwar Einar und Gerda Wegener. Wer bisher diesen Vortrag von mir noch nicht gesehen haben sollte, kann dies gerne jederzeit tun. Ich verlinke euch dazu den Link in die obere rechte Ecke meines Videos für den Fall, dass euch die wahren Hintergründe des Lebens beider Personen interessieren sollten. Denn wie so oft in Verfilmungen werden manche Fakten, Dramaturgie halber, etwas anders dargestellt, als es tatsächlich der Fall war. Doch kommen wir nun zur eigentlichen Filmrezension dieser Woche, zu der ich eingangs noch etwas sagen muss. Ihr kennt mich ja. Ich möchte stets für euch immer alles so anschaulich wie nur irgendwie möglich gestalten und habe daher natürlich auch wieder beim Filmverleiher angefragt, ob es möglich ist, zu dieser Filmbiografie Pressematerial nutzen zu dürfen. Dieses Mal war ich dabei mit Universal Pictures im Gespräch, welche auch für den deutschen Filmverleih verantwortlich sind. Diese teilten mir auf meine Anfrage kurz und bündig mit, dass es Privatpersonen nicht gestattet ist, auch nur irgendwas in irgendeiner Weise diesbezüglich nutzen zu dürfen. Hier könnt ihr das auch gerade einmal schwarz auf weiß lesen. Von daher bitte ich euch dafür um Verständnis und hoffe, dass euch diese Filmrezension zu The Danish Girl dennoch gefallen wird. Denn der Film ist gut, sonst würde Kulle ihn hier nicht rezensieren. The Danish Girl ist eine 2015 entstandene US-amerikanisch-britische Biografieverfilmung und basiert auf dem im Jahr 2000 erschienenen gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Autors David Ebershoff, welcher sich mit dem Leben des Landschaftsmalers Einar Wegener befasst, der sich später dazu entschloss, als einer der ersten Menschen eine geschlechtsangleichende Operation bei sich durchführen zu lassen und der 2002 zum Bestseller avancierte. Jedoch sich nicht so wirklich an die wahren Fakten zu dem Leben der Wegeners hielt, obwohl dieser auf Liddy Elbes Lebensbericht Framante Quinde basieren soll, welcher erstmals 1931 erschienen war. Die Regie zu diesem Film führte Tom Hooper. Zur Handlung. Der dänische Landschaftsmaler und Illustrator Einar Wegener führt gemeinsam mit seiner Frau Gerda, welche ebenfalls Malerin ist, im Kopenhagen der frühen 1920er Jahre ein sehr bewegtes Künstlerleben. Gerda selbst zeichnet Porträts und ist daher stets auf Menschen angewiesen, die ihr Modell sitzen. Als eines Tages ein weibliches Modell einen vereinbarten Termin unerwartet nicht einhalten kann, bittet sie aus der Not heraus, ihren Mann für sie in Kleidern zu posieren, damit der Abgabetermin für das Bild eingehalten werden kann. Dieser lässt sich darauf ein, um ihr zu helfen, und das gemalte Porträt erlangt letztlich unfassbaren Erfolg, woraufhin Gerda Einar nun regelmäßig für sie Modell sitzen lässt, ohne dabei zu ahnen, dass dieser beginnt, sich immer mehr als Frau wahrzunehmen, sodass er sich letztlich dazu entschließt, sich einer zu der Zeit noch nicht sehr erprobten, geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen. So viel nun erst einmal zur Kernhandlung dieses Films, welcher, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten beruht und in welchem Eddie Redmayne die Rolle des Einar Wegener verkörpert, sowie Alicia Vikander jene der Gerda Wegener übernommen hat. Aufgrund der Handlung des Films bereitete sich Eddie Redmayne auf seine Rolle der Liddy Elbe insofern vor, dass er mit Mitgliedern der Transgender-Community sprach, über die er letztlich sagte, Zitat, "Sie waren alle unglaublich herzlich und offen, haben mir eine großartige Erziehung ermöglicht und mich gelehrt, dass Sexualität und Geschlecht zwei verschiedene Dinge sind." Zitat Ende. Neben diesen beiden Hauptdarstellern haben zudem der deutsche Schauspieler Sebastian Koch, welcher hier als Dr. Kurt Warncross zu sehen ist, sowie Amber Heard als Ulla Paulsen und Matthias Schönharz als Hans Exgill tragende Rollen inne. Des Weiteren sollen Dutzende Transgender-Personen dort mitgewirkt haben. Die Vorbereitungen zu dieser Filmbiografie begannen schon einige Jahre zuvor und bereits 2010 wurde bekannt, dass vom NRW Filmboard diese mit 1,2 Millionen Euro unterstützt werden würde, jedoch dafür vertraglich festgelegt 19 Drehtage in Deutschland stattfinden müssten. Die Dreharbeiten selbst begannen dann schließlich im Februar 2015 in London und endeten einige Monate später nach 44 Drehtagen am 12. April 2015.
Gedreht wurde des Weiteren unter anderem in Hertfordshire, welche eine englische Grafschaft nördlich von London gelegen ist, Kopenhagen in Dänemark, im belgischen Brüssel, Berlin und Norwegen, genauer gesagt im Moore Romsdal und Romsdalen. Die Filmmusik zu The Danish Girl stammt vom französisch-griechischen Komponisten Alexandre Desplat und wurde zum einen bei den Satellites Awards 2015 und zum anderen bei den Golden Globes Awards 2016 in der Kategorie Beste Filmmusik nominiert. Wer Lust hat, sich diesen einmal insgesamt anhören zu wollen, kann dies hier gerne auf Cooles Filmwelt tun. Geht dafür einfach auf Playlists. Dort findet ihr dann unter der Rubrik Cooles Filmwelt Filmrezensionen den vollständigen Soundtrack zum Film. Während der Film in Österreich ab 12 Jahren freigegeben wurde, beläuft sich die Altersfreigabe durch die FSK in Deutschland auf 6 Jahre. Zur Begründung hieß es damals, Zitat: Der Film ist ruhig erzählt und konzentriert sich auf die beiden Hauptfiguren, die sehr einfühlsam gezeichnet werden. Einige Szenen, die die Härte der Diskriminierung in der damaligen Gesellschaft darstellen, können Kinder im Vorschulalter emotional überfordern. Doch bereits Sechsjährige sind in der Lage, sie im Kontext der behutsamen Inszenierung zu verarbeiten. Ihnen erschließen sich zwar nicht alle Aspekte der Geschichte, doch die vielen ruhigen Passagen und die Betonung der liebevollen Beziehung des Malerpaars gibt ihnen ausreichend emotionalen Halt. Eine nachhaltige Irritation oder Überforderung ist daher für Grundschulkinder auszuschließen. Zitat Ende. Was die Kritiken zu The Danish Girl angeht, so fielen diese recht unterschiedlich aus. So schrieb wohl der Hessische Rundfunk damals, Zitat: Mit The Danish Girl setzt Tom Hooper der historischen Figur Lili Elbe als erster transsexueller Frau ein würdiges Denkmal. Es ist eine berührende Geschichte über Akzeptanz und Toleranz und die Einsicht, wie tolerant unsere westliche Gesellschaft geworden ist. Zitat Ende. Wohingegen in der Frankfurter Rundschau zu lesen stand, Auszug Zitat: Hooper hat auf alles verzichtet, was an einer solchen Geschichte wehtun könnte. Etwa Selbstzweifel und die erschreckend primitiven damaligen operativen Möglichkeiten. Wie so oft, wenn sich ein Regisseur von historischen Fakten entfernt, fragt man sich, was damit gewonnen sein sollte. So progressiv sich der Film auf der einen Seite dem Transgender-Thema widmet, desto ärgerlicher ist die Reduktion der bedeutenden Malerin und Illustratorin Gerda Wegener auf eine bloße Porträtistin ihres bedingungslos geliebten Mannes. Ausgeblendet wird dabei ihre tatsächliche lesbische sexuelle Orientierung. Umgekehrt wird die künstlerische Bedeutung von einer Mogens Wegener, der späteren Lili Elbe, heruntergespielt, der möglicherweise seine eigene Karriere opferte, um seiner Frau als Modell zu dienen. Auszug, Zitat, Ende. Wer von euch gerne die vollständige Filmkritik von Daniel Kurtenschulte nachlesen möchte, für den habe ich natürlich, wie immer, betreffende Seite in der unteren Videobeschreibung verlinkt. Dennoch heimste der Film zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen ein. So zum Beispiel wurde er unter anderem bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2015 mit dem Queer Lion Award ausgezeichnet. Auch wurden die Filmemacher vom Weißen Haus für die Unterstützung der LGBT-Community als Champions of Change ausgezeichnet. Des Weiteren wurde Regisseur Tom Hooper bei den Hollywood Film Awards 2015 zum Regisseur des Jahres gewählt, wo auch Gerda Wegener Darstellerin Alicia Vikander mit dem Hollywood Breakthrough Award geehrt wurde. Ebenso wie diese, gemeinsam mit Hauptdarsteller Eddie Redmayne, als beste Hauptdarstellerin bzw. bester Hauptdarsteller nominiert waren, um nur einiges zu nennen. In den USA kam The Danish Girl durch Focus Features veröffentlicht am 27. November 2015 in die Kinos, zunächst jedoch nur in ausgewählten Lichtspielhäusern. Dort spielte er am Eröffnungswochenende wohl 185.000 US-Dollar ein. Die Vorführungen wurden allerdings einen Monat später ausgeweitet. Einige Monate später, am 1. Januar 2016, lief er dann im Vereinigten Königreich an und 6 Tage später, am 7. Januar 2016, feierte der Film seine Deutschlandpremiere. Allerdings gab es wegen, in Anführungszeichen, moralischer Verderbtheit auch Aufführverbote in Ländern wie Katar, Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Bahrain, Jordanien, Kuwait und Malaysia. 2 Monate später, am 1. März 2016, erschien er dann in den USA sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray. Mitunter wurde The Danish Girl sehr kontrovers aufgenommen. So beispielsweise befand man, dass die durch den Film dargestellte Feminisierung
fast schon wie erzwungen scheint und somit die tatsächliche Geschichte der historischen Lilli Elbe versteuert würde. Zudem wurde angeprangert, dass mit Schauspieler Eddie Redmayne, ein heterosexueller Mann, die Rolle der Lilli Elbe verkörperte. Dieser äußerte sich Jahre später, 2021, gegenüber Sunday Times rückblickend auf seine Rolle wie folgt. Er habe die anspruchsvolle Rolle mit den besten Absichten angenommen, komme inzwischen aber dennoch auf den Schluss, dass es ein Fehler gewesen ist. Mit seinem heutigen Wissensstand über die Art und Weise, wie Minderheiten in der Filmindustrie noch immer behandelt werden, würde er nicht mehr zusagen, beteuert Redmayne. Die große Diskussion über den Frust beim Casting herrscht, weil viele Menschen kein Mitspracherecht haben. Es muss neu ausbalanciert werden, sonst werden wir ewig diese Debatten führen. Die Quelle hierzu könnt ihr wie immer in der unteren Videobeschreibung finden. Kommen wir nun zu meiner Beurteilung dieses Spielfilms. The Danish Girl ist bewegend und interessant. So viel einmal vorneweg. Aber, abgesehen davon, dass die Handlung eh erst im Jahre 1926 einsetzt, wird thematisch vieles leider nur angerissen oder gar unter den Teppich gekehrt. Angerissen in dem Sinne, dass man zwar in einer kurzen Szene irgendwie erfährt, wie sich Lilli und Gerda irgendwann einmal kennenlernten, jedoch nicht ersichtlich wird, wie lange sie beispielsweise zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet waren, nämlich bereits an die 22 Jahre. Des Weiteren erfährt der Zuschauer gerade mal so nebenbei, dass sich Lilli scheinbar schon als Kind anders gefühlt hat. Und das mitten im Film, wo man sich längst gefragt hat, wie, nur weil sie für Gerda in diesem Moment derart Modell sitzt, erwacht ihr Bewusstsein, sich als Frau zu fühlen? Ich meine, ich habe mich mit dem Leben der Lilli Elbe befasst und dazu eben auch ein Video produziert, in welchem ich mich mit den tatsächlichen Begebenheiten von Einar und Gerda Wegner befasse. Den Link hier oben im Video könnt ihr nun gerade hier im Video oben eingeblendet sehen. Für jene jedoch, die dies nicht taten oder tun, wird eventuell dieses dumme Klischee aufrechterhalten werden, dass Menschen in Lillis Situation dies einfach mal eben empfinden und nicht mehr dahinter steckt. Das ist im Grunde also grob fahrlässig inszeniert worden, da man ja eine Message senden wollte. Nichtsdestotrotz darf man allerdings nicht vergessen, dass es ernsthaft Menschen gibt, die darunter leiden, sich im falschen Körper zu fühlen. Und diesen wird es mit einer so laxen Umsetzung weiterhin mehr schwer gemacht, als dass man endlich ehrliches Verständnis für sie aufbringen kann und möchte. Zu alledem wird auch nicht angesprochen, dass Gerda selbst zumindest bisexuelle Neigungen hatte, was wohl auch mit ein Grund war, dass beide 1912 nach Paris zogen. Habt ihr gerade etwas bemerkt? Ich sagte eben 1912 und nicht gegen Ende der 1920er, Anfang 1930er Jahre. Das wird so gar nicht thematisiert. Des Weiteren hat es den Anschein, dass Lilli nach der zweiten Operation verstirbt. Das entspricht nicht der Wahrheit. Die wahre Lilli starb nach Komplikationen ihrer vierten Operation der Geschlechtsangleichung. Jedoch nicht sofort, sondern einige Monate später. Und auch wenn es unglaublich rührend ist, wie sehr Gerda und Lilli bis zum Schluss alles miteinander durchstehen und das melodramatisch richtig schön à la Hollywood passt, so in der Weise hat es nicht stattgefunden. Die wahre Gerda war zum Zeitpunkt von Lillis Tod nicht in Deutschland, sondern in Marokko und erfuhr dort von ihrem Ableben. Wie auch immer, es ist dennoch ein toller Film über eine wohl längst vergessene Pionierin der ernsthaften Genderbewegung. Auch wenn sie nicht die erste Person war, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog. Dazu könnt ihr ebenfalls mehr in meinen Biografie-Videos zu Einar und Gerda Wegner erfahren, so ihr mögt und Interesse habt. The Danish Girl vermag es jedoch schon, ein Feeling der 1920er Jahre nett einzufangen. Und die beiden Hauptakteure kommen wirklich sehr sympathisch herüber. Und trotz meiner Kritik, was die Genauigkeit der historischen Fakten anbelangt, ist auch das Spiel des sonstigen Schauspielercasts ebenso überzeugend wie fesselnd. Von daher vergibt Kulles Filmwelt für diesen Film 4 Punkte von 5. Wer nun Lust und Laune dazu bekommen haben sollte, sich diesen 120-minütigen Film einmal anschauen zu wollen, kann dies wieder auf den diversesten Plattformen tun. Die Auswahl ist dieses Mal wirklich wieder recht groß.
Ich persönlich habe diese Filmbiografie wieder auf Amazon Prime geschaut, wo man neben der deutschen Tonauswahl auch in die Originalsprache Englisch wechseln kann und in beiden Sprachen ebenso Untertitel anwählbar sind. Doch wer lieber auf einen anderen Streaming-Anbieter ausweichen möchte, für den habe ich wieder einen Link in die untere Videobeschreibung verlinkt, wo ihr eine Übersicht zu mancher Streaming-Dienste aufgelistet sehen könnt, welche The Danish Girl derzeit in ihrem Angebot haben. Zudem seht ihr gleich auch noch eine kleine Auswahl dessen in meinem Videoabspann. Also bleibt dran! Des Weiteren habe ich natürlich auch wieder eine Liste der deutschen Synchronsprecher für euch parat, die ihr gerne unten anklicken könnt, wenn es euch denn interessiert, wer von wem gesprochen worden ist. So, das war's für heute mit dieser Besprechung zu dem Spielfilm The Danish Girl. Wenn euch mein Tipp und das Video an sich gefallen haben, freue ich mich wie immer sehr über ein Like eurerseits. Und wenn ihr auch weiterhin keine Rezensionen von mir verpassen möchtet, abonniert einfach Cooles Filmwelt und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut, abentur, mes amis.